Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Server Zocken und Vorstellen mit und von eurem Das Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los und gehen heute mal auf dem Server von Lifeboat Games und schauen mal, was wir da heute spielen werden. Ich denke mal, ich habe schon mal einen Modus entdeckt, der mich interessiert und den man auch zusammenzocken kann, wie da stand. Kann man Solo machen und mit Freunden zusammen. Das klingt da schon mal auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, da kann man vielleicht dann auch sozusagen zusammenzocken auf den, was ich entdeckt habe, den Spielemodus. Der klingt zumindest sehr, sehr interessant und ich würde sehr gerne vielleicht auch dann mit euch zusammenspielen, wenn die Interesse besteht. Und der Modus ist genau hier voraus, der Survival-Modus. Die gucken wir uns einfach mal an. Da, okay. Spiel aus. Weltenspiel, Command Cypher Store. Okay. Weltenspiel, Auswahl. Okay. Survival-Modus, Kreativmodus, Plot Beta, Lifeboat, City, Adopt a Pet und Skyblock. Wir machen mal den Survival-Modus und gucken einfach da mal rein, wie das so funktioniert. Okay, das kann man schon vergessen. Jetzt ist es Englisch. Also spielen wir einfach mal drauf los, würde ich sagen. Auf eine Runde 15 Minuten und schauen einfach mal, was wir derzeit ja machen können. Okay, Reittiere zu, Freunde. Ja. Yep. Auf jeden Fall schon mal interessant. Ich wollte mal da hochgehen und schauen. Teleport to you. Teleport. Nee, erstmal nicht, Leute. Erstmal will ich mich jetzt ein bisschen zurechtfinden. Das macht er mich gleich hier auf Anhieb vielleicht platt, wenn ich Pech habe. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will erstmal mich hier zurechtfinden, so gut wie es geht, bevor ich hier mit Leute Teleport mache und so was. Hups, ja, mit dem Buch, das klappt nicht so wirklich. Ich baue jetzt mal ein paar Blöcke ab, so wie in üblichen Minecraft. Gut, das ist jetzt hier nicht das Übliche, ne? Das sind ja schon fertige, man hat auch Vorteile. Hat sich irgendwann hochgebaut und ist dann wahrscheinlich runtergeflogen. Keine Ahnung. Sieht zumindest aus, als es da einfach dann aufhört. Auf der Höhe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das hier so ist, der Survival Mod. Hier gibt es ja dann auch mehrere Leute, die man ja dann zusammen zocken kann oder sich auch bekriegen kann, nämlich an. Also ich denke mal, ist ja nicht ganz so einfach. Und ist da hinten einer? Ne, ist ein Hase. Wollte schon sagen, da ist einer. Und da ist eine Kiste, aber die ist wahrscheinlich leer. Oh, Mist. Den wollte ich ja nicht hinsetzen. Oh, nee, sie ist nicht leer. Oh. Ob ich da jetzt gerade irgendjemanden beklaue? Oder einer sein Zeug gesaved hat. Oder ob das so random Kisten sind, die einfach dastehen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, okay. Das sind random Kisten. Die sind dann weg. Ah, verstehe. Das ist einfach Loot. Gut, da ist noch eine Kiste auf dem Baum. Boah. You are 10 blocks away from the board. Okay. Darf ich dann nicht weg oder bin ich dann
Kriege ich da irgendwie Schaden oder Probleme, wenn ich mich so weit entferne? Wie gesagt, es ist ein Survival-Modus hier. What the hell? Musst du mich so erschrecken, Junge? Alter! Du hast mich jetzt erschreckt, Junge. Verdammt. Eieieiei. Der hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sein. Verdammt, Junge. Sorry. Ich habe auch mal sorry hin, ne? Aber keine Absicht, ich habe mich nur erschreckt gerade. Verdammt. Alter, jetzt habe ich mich aber richtig verjagt gerade. Auf einmal kam der. Boah, Junge, 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 Junge. So schnell kann man sich nämlich dann erschrecken, ne? Weil man damit nicht rechnet, dass einer kommt und auf einmal plopp ist einer da. Und dann passiert das ganz schnell, dass man da weggeknallt wird. Da habe ich jetzt ja nicht mit Absicht getötet. Das wollte ich ja gar nicht. Aber ich habe mich gerade so erschreckt vor denen, dass ich eine Rutter geklatscht habe. Eieieiei. Das nennt man mal einen guten Auftakt hier. Huhuhu. Aber wie gesagt, das kann man auch zusammen spielen mit Freunden. Also, wenn ihr Interesse habt, euch gerne melden. Ich freue mich über Anfragen von euch. Auf Leute, die Bock haben, da mitzuzocken. Wäre schon cool auf jeden Fall. Mit Freunden hier zusammen zu zocken oder mit anderen Leuten, mit anderen Zuschauern, die hier zuschauen auf meinen Kanal, bin ich echt mal gespannt, ob da Leute Interesse zeigen und sagen, ja, wir haben vielleicht Bock mitzuzocken eine Runde. Das kann ja sein. Da kann man das ja gerne mal machen auf den Liveboard-Server. Dann haben wir eine Runde zocken hier auf Survival-Mode. Ein bisschen hier uns durch die Welt bauen. Und man kann ja, wie gesagt, denke ich mal, hier mit anderen zusammenarbeiten oder sie töten. Je nachdem, wie sie eingesonnen sind. Wie gesagt, den einen wollte ich ja nicht töten jetzt absichtlich. Das war ja mehr Versehen gewesen, dass ich den jetzt erwischt habe. Weil der einfach von oben kam und mich so erschreckt hat. In dem Augenblick. Dass ich dann automatisch zugehauen habe. Hey, ganz ruhig. Hey. Junge, Junge, Junge. Ich habe mich wehrt. Pass auf. Es gibt auf jeden Fall auch leichtsinnige Leute hier, die zum Leichtsinn hegen. Aber naja, so ist das. Da wurde ich gemerkt, dass ich da mit dem Schwert angerannt komme. Der baut da friedlich, den will ich gar nicht stören. Jetzt habe ich gar kein Interesse dran, eigentlich den hier zu ärgern. Ich nehme hier vielleicht ein paar Fackeln mit. Ist das Keramik oder ist das Ton? Mal gucken, was das ist. Aber kann man ja mitnehmen. Kann man sich ja vielleicht eine Butze draus bauen aus dem schönen farbigen Zeug hier. Sieht auf jeden Fall schön aus, die Farben. Das heißt ja Survival-Mode. Also heißt ja, dass man zusammenspielen kann und gegeneinander. Da kann man ja den anderen Leuten auch so ein bisschen das Zeug klauen, ne? Eventuell.
den seine Bude auseinandernehmen, zum Beispiel, was ich gerade mache. Nicht die feine Art, aber wie gesagt, ist ein Survival-Mod hier. Und so heißt es, man kann miteinander und gegeneinander spielen. Und ich will mich ja auch erstmal mit Material hier versorgen. Also nehme ich mal hier ein bisschen was mit einfach, was da liegt. So. Was ist das für ein Zeug? Quarz, Beton und hellblauer Beton. Okay. Da hat auch einer so eine richtig geile Bude gebaut. Da rennt der noch rum. Ich laufe einfach mal ein bisschen weg. Kann vielleicht sein, dass er dann einfach merkt, okay, da fehlt was an seinem Haus. Dass was geklaut worden ist. Soll ja nicht merken, was ist, war. Deswegen haus einfach mal rein. Da haben wir aber schon was Geiles. Ach, das ist ein Weihnachtsbaum. Das ist ja geil. Guckt euch das mal an. Das ist ja genial. Eine leere Truhe. Naja, der hat nichts zu verlieren, ne? Ach, weil da darf man gar nicht ran. Interessant, interessant. Man darf nur bis zu einem bestimmten Punkt da ran. Interessant. Also man ist davon abgeschirmt hier. Man darf da nicht ran. Und wenn, da gibt man Schaden. Okay, gut. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Gehen wir weiter hier. Schau mal, was es hier noch so Schönes gibt. Aber irgendwo muss ich mal dann auch langsam was bauen. Weil ich da hinten hin sieht so aus, als hätten wir einen schönen Wald. Da könnten wir mal gucken, ob wir uns da was Schönes bauen können. Ich will doch einen Bock setzen. Ich will doch wegnehmen. Okay. Kann ich nicht. Na, ich guck mal, ob ich da hier irgendwas bauen kann, hier in dem Wald. Bisschen geschützt oder bisschen im Felsen drinne. Eventuell. Gut, da kann ich auch nicht weiter. Da ist die Welt zu Ende. Also man ist hier auf jeden Fall eingegrenzt. Man kann nur bis zu einem bestimmten Punkt rausgehen. Wenn man so weit geht, da gibt man einen Klatsch. Aber irgendwo muss ich ja auch erstmal irgendwas bauen, wo ich mich absafen kann. Aber ich bewege mich ja gerade sehr am Rand des Gebietes rum. Ja. Da gibt es nichts zu holen. Das lassen wir mal. Oh. Eine Pilzkuh. Ich würde sagen, wir bauen uns hier irgendwo in den Felsen rein, hä? Vielleicht hier irgendwo so quer rein. Ich würde sagen, hier. Da bauen wir uns hier eine Butze rein. Eine kleine Höhle. Aber das wiederfinden ist die zweite Frage. Wahrscheinlich finden wir uns nicht so schnell wieder. Aber egal, ich klopfe mich jetzt einfach erstmal hier ein bisschen rein. Wo ich einfach mal hier eine kleine Bude reinbauen kann. Fürs Erste. Wo ich mein Zeug ablagern kann. Und absafen. Weil das kann man ja dann von zu machen mit Erde und es sieht keiner, wo es ist. Nur ich, weil ich mir dann die Koordinaten aufschreibe. Wo es ist, dass ich mir das merken kann. Da bin ich hier erstmal relativ safe, wenn man es so nimmt. Mal habe ich hier ein Blatt hier, ja, dass ich mir einfach mal ganz schnell auch schon mal
eventuell die Koordinaten aufschreibe hier, dass ich weiß ungefähr, wo ich hin muss, wenn ich an meine Höhle will hier. Mal aufschreiben. Safe ist safe hier, würde ich sagen. Dann tun wir uns hier mal einrichten. Und hau mal alles, was wir nicht so brauchen. Erstmal die Truhe. Belohnung. So, dass man erstmal alles, was nicht so gebraucht wird, hier drin ist. Dass ich nur das Essen mitnehme. Wo ist vielleicht, dachte ich auch erstmal hier die Kohle. Das nehme ich doch mit. Gut, das bisschen tue ich auch aber hier rein. Sicher ist sicher, würde ich sagen. So. Habe ich mich erstmal mal sehr gebissen abgesaved, würde ich sagen. Dann baue ich mir das hier noch ein bisschen nach hinten aus, würde ich sagen. Warte mal, ich mache die Fackel mal hierher. Dann nehme ich mal hier die paar Blöcke Erde. Warte mal, ich baue es mal so, so und so. Das dürfte, denke ich mal, dann nicht auffallen, dass hier, wenn man drin ist. Außer die nehmen, sehen durch Zufall meinen Spielername. Das kann passieren. Aber ansonsten ist es ja eigentlich alles safe hier. Und wir finden auch gleich einmal schön Eisenerz. Sehr gut. Das nehmen wir natürlich alles schön mit hier. Eisenerz auf jeden Fall ganz wichtig. Mal später für Rüstung zum Beispiel. Oh, warte mal, hier ist auch noch welche. So, super. Haben wir schon mal 13 Blöcke Eisenerz. Geile Sache, ne? Guck, da läuft auch einer rum. Der könnte mich theoretisch sehen, dass ich hier bin. Und könnte gucken, was hier los ist. Und könnte dadurch vielleicht meine Höhle entdecken. Vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an. So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Die nehmen wir auch mit, würde ich sagen. Kann ja nie schaden, das alles da zu haben. Oh. Ich brauche mal ein neues Werkzeug. So. Bam. Bam. Gut. Dann müssen wir mal langsam dran denken, die Folge zu beenden. Ich bin schon bei fast 20 Minuten. Normal sollen es ja nur so 15 Minuten Folgen werden und nicht so lange Folgen. Die wird mal ein bisschen länger. Aber ich habe gerade wieder voll Spaß hier am Minecraft. Daher kloppe ich hier erstmal das Zeug doch raus, die letzte Kohle. Und hoffe, bis zum nächsten Mal, wenn ich hier reinkomme auf die Server, dass da keiner meine Höhle geklaut hat. Wie gesagt, die Wertsachen hier wie das Eisen, so lasse ich in meiner mein Inventar drinnen, dass da keiner mich da beklauen kann. Eigentlich müsste ich das wieder cool auch machen, ne, was das angeht. Das Fleisch. Jetzt bauen wir aber gleich auch noch mal noch fix einen Ofen für das nächste Mal. Dass wir einfach das Zeug schon mal da haben. So. Dann nehmen wir hier die Hälfte, nochmal die Hälfte. Ja, die 7 Stück reichen erstmal. Hauen die hier in den Ofen rein und dann brate ich nächstes Mal hier das Fleisch. Ich hoffe, das wird mir nicht weggenommen. Sonst habe ich hier ein kleines Problem. Aber ich denke mal, deshalb wird mich hoffentlich ja keiner beklauen. Ich denke mal, das wird ja, denke ich mal, auch bleiben.
So. Einfach nur absichern. Weil dann fällt es vielleicht nicht so schnell auf, dass da was ist, eventuell. Du siehst ja, hier tun sich Leute zu Teams zusammenschließen und das kann sein, dass sie dich dann angreifen oder versuchen anzugreifen, weil sie dein Zeug haben wollen. Und ihr seht, ich habe ja schon ein bisschen was gewitzt, ne? Daher, okay. Na gut, dann werde ich erstmal an dieser Stelle die Folge beenden. Auf Liveboard-Server oder zumindest die Folge mit dem Modus hier. Wir sehen uns dann nächste Woche bei einem anderen Modus wieder. Ich werde immer mal wieder den Modus spielen, den Modus immer mal im Wechsel, dass es nicht langweilig wird. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Lasst mir gerne ein Like und Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich wieder in hoher Zahl. Wäre sehr schön. Und ja, bis dahin, eine schöne Zeit und ciao mit V. Euer Das Steffen Zockt.